So, nach 5 Tagen Phuket gibt es jetzt mega das Kontrastprogramm. Ich bin jetzt im Khao Sak angekommen, gehe jetzt erstmal heute am ersten Tag in den Nationalpark rein und morgen dann mache ich eine Seetour und jetzt geht es erstmal Richtung Nationalparkeingang. Übelst krass ist in Thailand überall im Inland, das ist nicht direkt am Meer, sieht man halt diese Palmölhaine, die sind wirklich überall. Schön krass. Cache ist hier echt mega geil mit den Bergen im Hintergrund. Gleich kommt noch so ein kleiner Fluss, den werde ich euch gleich erstmal zeigen. Gönne ich mir einen Smoothie. In den Nationalpark. Echt übelst geil hier. Eine richtige Dschungellandschaft. Falls ihr Ahnung habt, was das für Bäume sein können, ist ja auch so eine Monokultur. Da tropft da irgendwas aus der Rinde raus. Ihr könnt es gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. So, und endlich angekommen. Jetzt geht's erstmal rein. So, keine Ahnung, was mich erwarten wird. Ich mache jetzt aber erstmal die 2 Trails links. Peking Trail und Sanjiang Roy Nature Trail. So, hier ist auch ein Visitor Center. Aber ich gehe mal auf eigene Faust einfach mal jetzt in den Park rein. Erstmal hier die ganzen Wasserfälle abchecken. Jetzt geht's los. Was für ein geiler Bambuswald hier. Oh mein Gott, aber da vorne, jetzt sieht's richtig kräftig aus. Scheiße. Oh mein Gott, zoom mal da mal ran. Auch hier mit den Bergen im Hintergrund. Wirklich kein Plan, wo mich dieser Weg hinführen wird. Ja, schon bis jetzt sehr zufrieden. So, die erste Sehenswürdigkeit. Das sieht echt spooky aus. Oh mein Gott. Die soll eine Schwimmstelle sein. Geil. Übelst geil. Oh Gott, das sind Affen einfach. Ganz heftig. Guck euch das mal an. Ich hatte es jetzt nicht auf Video, aber es wurde gerade ein paar angegriffen, mega krass. Ich gehe auf jeden Fall jetzt hier wieder raus. Nächsten Trail anfangen, aber nicht bis zum Ende. Gerade hat mir ein paar gesagt, dass es safe 5 Stunden dauert. Hier ist es gefunden. Heftig. Weiter geht's. Wo ich jetzt gerade gelandet bin. So eine Hängeseilbrücke. Like, you see Indiana Jones? Yes! Indiana Jones. So, dann Treppen hoch und dann langsam wieder zurück, bevor es dunkel wird und die Affen hier auftauchen. Gleich am Ende angekommen. Safe noch 10 Minuten. So, nach über 2 Stunden Gewaltmarsch endlich durch den Dschungel am Ende angekommen. So, schade, dass ich nicht einen anderen Hike gemacht habe, aber habt ihr gesehen, das kommt jetzt glaube ich nicht im Video sehen, aber ich habe es auf Instagram in der Story, wurde ein paar angegriffen, nochmal angefangen zu bluten und so. Den anderen Part sollte man auf jeden Fall mit einem Guide machen, nicht alleine. So, morgen geht es schön hier zum See im Nationalpark und da wird eine Tour gemacht.
So, der zweite Tag hier im Nationalpark wird mit meiner iPhone-Kamera gefilmt. Gleich geht es zum See und ich habe mir das extra so eine Schutzhülle für mein Handy gekauft. Habe aber leider nichts für meine Kamera mit, deswegen schön mit dem iPhone filmen. Und gleich wird sich erstmal getroffen und dann geht's los zum Hauptsee hier im Kaohsiung Nationalpark. Bungalow-Anlage, wo gerade eine Mittagspause gemacht wird. Und gleich gibt es einen Hike durch den Dschungel. So, die Dschungeltour beginnt jetzt. Ich werde gleich nicht in die Höhle reingehen, sondern mache jetzt hier nur diesen Part mit. Auch hier wieder übelster krasse Bamboo Forest. Und jetzt geht es erstmal zum Namtalu Cave. Reingehen werde ich nicht, weil das eine Unterwasserhöhle ist. Alle in die Unterwasserhöhle rein und ich chill hier einfach draußen, pass auf die Sachen auf. Das ist die Paranoia für meine ganzen Wertsachen. Kein Stoß mit. Und später geht's wieder zurück zum Bungalow. Jetzt wieder zurück zum Boot. Auf jeden Fall noch ein bisschen geschwommen und eben auch ein bisschen Kanu gefahren. Ist auf jeden Fall mega, mega geil. So, und das war jetzt auch erstmal der letzte Vlog aus Thailand. Es geht morgen für mich zurück nach Bangkok. Da werde ich die letzten 3 Tage verbringen. Und ja, falls euch meine Reise gefallen hat, würde ich mich sehr um einen Daumen nach oben freuen. Oder mal um ein Abo. Und sagen, bis zum nächsten Mal, euer Ion Genetics.